Hab dich. Jawohl. Suchst du etwa Streit? Ja? Ja? Oh, jetzt habe ich aber Angst. Kennen wir uns? Irgendwas stimmt nicht mit dir. Ehrlich, du verschwendest meine Zeit. Ich muss meinen Sohn suchen. Hallo. Ach, jetzt kommen die Haie. Da passiert ganz schön viel in dem Film, wenn ich mal so Revue passieren lasse, ey. Wie der Kürze des Films. Ich meine, ich glaube, für einen Disney-Film ist der schon relativ lange. Ich meine, geht so... Ich habe doch hier... Ah, nee, das ist nicht die DVD-Hülle, das ist die Spielehülle. Aber ich meine, müsste so, glaube ich, so... Ja, vielleicht sogar mehr als anderthalb Stunden gehen. Meistens gehen die ja nur so, ja, 80, 90 Minuten um den Dreh rum. Aber vielleicht fühlt er sich einfach nur länger an, als er eigentlich ist. Weil da halt so viel passiert. So, bevor wir jetzt weitermachen, wie immer, erstmal das Bonus-Level. Mal schauen, was es diesmal wird. Nein! Es wird ja immer größer. Oh, scheiße. Diesmal auch mit Dori. Schön. Alter Vater. Okay. Also einfacher macht es das nicht, ne? Dass da jetzt noch mehr Felder sind. Aber gut. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen, nicht? Übung macht ja bekanntlich den Meister. So, ich denke nur, das hier muss auf jeden Fall nach unten kommen irgendwie. Unten rechts, der muss wahrscheinlich wieder frei sein. Tippe ich einfach mal. So, so, so. Erstmal den hier. Hat da so eine leichte Unschärfe zwischenzeitlich mal drin, ne? Kann das sein? Sehe ich das richtig? So, was das hier überhaupt für ein Stein ist, das kann ich auch nicht sagen. So, so, so. Klingt so, als würde ich total planen, was ich gerade tue. Ist auf jeden Fall nicht so. Das kann ich euch schon mal sagen. So, nur erstmal so ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Aber auch nur willkürlich, also ohne jeglichen Plan. Wobei, ich glaube, die Schwanzflossen hinten, das ist erstmal ein guter Anfang, oder? So, so. So. Gut. Ja. Die sind, glaube ich, auch alle auf der falschen Seite. Alles, was gelb ist, muss wahrscheinlich auch nach links. Gehe ich mal von aus. Damit man zumindest schon mal grob irgendwas in der Richtung hat, wo es hingehört. Kirchenglocken übrigens draußen, gerade 9:30 haben wir es. Ne, 10 haben wir schon. Heidewitzka. 35 Minuten nehme ich schon wieder auf. Unglaublich. So. Habe ich überhaupt schon irgendwas, was zusammenpasst? Wahrscheinlich nicht. Okay. Also. Eine Sache habe ich schon mal gesehen. Der muss jetzt quasi nach ganz links oben. Weil du siehst, weil die passen nämlich sehr, sehr schön zusammen, die beiden. Nee, warte mal. Ich muss mir selbst kurz überlegen, wie komme ich denn da überhaupt hin? Mit dem Teil. Scheiße. Alter, ey. Es ist für mich echt schwierig. So Schieberätsel, ey. Kannst du nicht oft genug betonen. So, so, so. Wir haben schon mal zwei zusammen, oh Gott.
Nein, das passt auf jeden Fall nicht zusammen. ich denke mal, der hier unten. Die Frage ist, geht das wirklich so weit nach oben? Ich weiß, ich kümmere mich jetzt um Stein für Stein. Aber zwangsläufig müssen dann eigentlich auch ein paar richtige vielleicht schon mal da sein, weil guck mal, der passt schon mal ziemlich gut zusammen. Das heißt, der hier müsste dann ein bisschen weiter seitlich nach oben dann. Frage ist, wie kriege ich den da oben wieder raus? Ist doch eine Scheiße. So, so, so. Du kommst erstmal weg, Kollege. Zack, 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 zack. Ah, guck mal, die beiden passen auch schon mal ganz gut zusammen, muss ich sagen. So. Okay, zack, zack. Guck mal, das sieht doch schon mal gar nicht mal so scheiße aus, oder? Das heißt, die Hirse muss nach oben. Jetzt geht es nämlich schon wieder so langsam los, dass ich mich nicht mehr genug Platz habe, um halt alles so zu machen, wie ich das plane. Nein, stopp. Hammertan! So, das war nämlich auch komplett falsch, was ich hier getan habe, ich Idiot. Der muss nach oben. Also komplett falsch ist es vielleicht nicht, aber es hätte besser gehen können. So, guck mal, der ist schon mal richtig. Sehr gut. Bisschen weiter und bis nach unten gehen. Bisschen mischen. So, gut. Ihr seht, ihr habt mein Problem erkannt, ne? Kann ich nicht einfach ein paar Steine rausnehmen? Das wäre doch mal was, oder? Das Böse ist halt, wenn ich den hier raushole. Ich habe keine andere Wahl, als den hier wieder mit wegzuholen. Das will ich eigentlich nur sehr, sehr ungern tun. Aber ich muss den anderen Arsch ja irgendwie nach oben kriegen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie ich das machen soll. So, so. Aber wir nähern uns langsam, langsam zumindest dem Bild an, wie es hinterher aussehen soll. Wie gesagt, langsam. Die Betonung liegt auf langsam. Aber schaut mal. Zack, zack, zack. Zack. Super, das ist doch schon mal ganz gut. Dann haben wir jetzt wieder hier das Problem, weil da müssen wir wieder das Bild leider ein bisschen zerstören. Weil ich nämlich ihn hier brauche. So, 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 so. Gut, okay. So. Doro ist schon mal fertig. As good as. Ja, das reicht eben nicht. Ach so, den da muss ich da hinkriegen. Ich verstehe. Alles klar. Wie gesagt, unten rechts muss wahrscheinlich frei bleiben. Aber ich hoffe mal, dass wir uns jetzt nur noch um die untere Hälfte kümmern müssen. Natürlich sehr nice. So, so, so. Das passt auch nicht. Scheiße. Na, ich glaube, wir müssen die obere Hälfte aber leider doch aufbrechen. Ich krieg's so leider nicht hin. So schade es ist, wirklich. Weil wir sind so nah am Ziel, ne? Oh, wir versuchen es uns mal von links nach rechts nach vorne zu arbeiten. So, da ist nämlich die große Preisfrage.
Nee, da müsste eigentlich der Kleine hin, der mit der kleinen Flossenspitze. Weil zumindest habe ich so die obere Hälfte ganz gut hinbekommen, aber wie gesagt, da habe ich eigentlich auch genug Platz zum Arbeiten gehabt. So, zack, zack. Genau. Gut. Oder auch nicht. So, so, so. Guck mal, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Die drei noch. Der muss in die Mitte. Also der muss eigentlich quasi... Okay. So, muss mal so. So, so, so. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ach, shit, warte. Oh ja, oh ja. Ah, man nennt mich den Schiebepuzzlemeister. Das Schlimme ist, das mache ich irgendwie immer intuitiv, ne? Also, dass man sich da immer so ein bisschen überlegt, so, ja, so könntest du da und da nochmal schieben. Das Problem ist, das ist eine Sache, das ist eine der wenigen Sachen, die bei mir im Leben funktionieren, obwohl ich sie nicht verstehe, wie ich das mache. Sonst brauche ich immer eine logische Erklärung für alles. Aber wie das hier funktioniert, ich sehe nur, okay, das muss dahin und du musst das irgendwie da hinschieben. So, nächstes Level, Minenfeld, was haben wir denn hier? Ah, okay, ich glaube hier dieser mittlere Stern mit dem Pfeilsymbol. Das bedeutet, glaube ich, wieder, dass ich solche Bouncy-Plattformen habe, wo ich dann wieder wahrscheinlich alle treffen muss. Und natürlich gibt es Ringe und ein Bonus-Level. Also kann es in Summe doch mehr als 15 Level geben. Tatsächlich. Hi auch! Ich bin Bruce. Ist ja gut, ich hab schon verstanden. Warum sollte man einem Hai trauen? Oh. Also, was machen zwei Leckerlis wie ihr denn noch so spät unterwegs? Gar nichts, wir sind... Partys sind toll und es klingt verlockend, aber wir können nicht, weil... Oh, ihr müsst mitkommen, ich bestehe darauf. Okay. Ja, eigentlich sind die Haifische tatsächlich lieb. Ich weiß nicht, ob man das gleich noch mitbekommen wird. Oder eigentlich nicht lieb, aber, ne. Die möchten sich dem Fischfleisch... Achso, krieg ich mir hier gar nicht mit. Aha. Ich möchte 36 Ringe, ist in Ordnung. Oh, Haken. Auch nicht schlecht. Ah, ich bin entkommen. Haha. So. Nee, die möchte eigentlich keine Fische mehr essen. Das weiß ich, aber das sieht man gleich bestimmt noch. Das ist jetzt erstmal wirklich nur die Reise zu den Hilfe. Haifisch-Buddies. So. Was mich mal interessieren würde, das wisst ihr vielleicht, die Synchronisation von Disney-Filmen oder generell auch von Pixar-Filmen ist ja meistens, also gerade jetzt in der neueren Zeit, also neuere Zeit sind für mich die letzten 30 Jahre, eigentlich immer sehr cool gewesen. Also man hat wirklich prominente Schauspieler dann auch für sowas engagiert. Gerade auch die englischen oder halt die Originalversion. Mich würde mal interessieren, was gab es denn hier für Synchronsprecher eigentlich bei Finding Nemo? Also im Original meine ich jetzt nicht die deutsche Version, sondern im englischen. Weil ich würde ja sagen, ich gucke es nach der Aufnahme nach, aber nach der Aufnahme... Ach, okay. Das war... Okay, der Ausdunst der Tintenfische, ich verstehe. Aber ich werde es wahrscheinlich einfach vergessen haben, ne? Bis ich mit der Aufnahme fertig bin, deswegen. Würde mich mal interessieren. Was gab es da so 2003 für krasse Schauspieler? Ich weiß es nicht mehr. Zack. Immer durch die Speedringe. Ja, in der Höhle kann man es aber schlecht erkennen, wenn hier irgendwelche Gegner oder Gefahren sind. Also ein bisschen die PlayStation 2 Grafikkrankheit. Whatever. So, ich will nur Ringe sammeln. Und flups. Okay. Obacht. Das schmeckt nicht gut. Ah, guck mal, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht, so wie es aussieht. Moment, schon mal 9. Jawohl, 10 haben wir schon mal. Ui.
Doch mal ein bisschen Gas geben. So, zack. Ich bin doch voll durchgeflogen, oder nicht? Oder bin ich doof? Wahrscheinlich bin ich auch doof. Aber es sind auch nur Punkte. Ich will die gar nicht haben, die Punkte. Habe ich echt ein Problem, durch die durchzufliegen, ne? Boah, schwimmen. Bin ich jetzt einmal rum? Nee, bin ich nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch hier wieder einfach nur einholen muss, oder... Okay, da gibt es krasse Höhenunterschiede. Ja, das ist das Minenfeld. Ah, mit Strömung sogar, Alter. Bist du des Wahnsinns? Was hältst du mal so von so normalen Ringen, wo ich durchfliegen kann? Keine Speedringe? Uiuiuiui. Help! Alter, das ist echt unangenehm. Ach, der ist wieder davon geschwommen. Ach, da wird der böse. Okay, wenn ich zu langsam bin. Ich verstehe. Aber gruselig, ey, wie das gerade aussah, ne? Was soll ich denn hier machen? Ey, mit der... Hä? Ich kann der Strömung doch gar nichts entgegensetzen, außer halt ein bisschen zu schwimmen. Ich erreiche die Speed-Dinger dann nicht. Also gebe ich nicht auf Verzweiflung. Ich schwimme doch durch die Ringe, Alter. Was ist dein verficktes Problemspiel? Ohne Scheiß. Geh mir nicht auf den Sack. Boah. Das ist ja nölig, ey. Echt. Okay, ich hab's so verpasst. Naja, schwimmen wir mal davon.